Guten Morgen. Leiwe haben wir schon vor, da haben wir Jesu gemeint, dir, ich danke dir für deine Leiwe und deine Güte. Und ich bete, dass wir an diesem Tag uns redest und dass wir dein wunderbares Wort verstehen und dass dein Wort uns zum ewigen Leben führt. Herr, halb uns wirklich erschaffen zu leben, halb uns in deinem Wellen zu wohnen, halb uns in allem so zu sein, als du dort von uns haben wirst, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Kapitel 19 von 2. Chronik sagt, König Josaphat von Juda aber kehrte wohlbehaben nach Jerusalem zurück. Vor seinem Palast kam ihm der Prophet Jehu entgegen, ein Sohn Hananis. Er sagte zum König, hältst du es für richtig, einen Mann zu helfen, der von Gott nichts wissen will? Warum schließt du Freundschaft mit denen, die den Herrn hassen? So, ich glaube, das ist ein Wort von Gott für viele Menschen von dort. Wann wie Freundschaft schlitt, mit dem, was Gott hasse, dann schlitt wie Freundschaft mit dem, was Gott beleidigt, was Gott verlasse, was Gott verachtet. Dann schlitt wie Freundschaft der jen Gott. Und dort wird uns zum Verhängnis geworden, und dort wird uns auch nicht zum Gelten sein. Der Prophet sagte, woran hast du seinen Mensch geholfen? Wird von Gott noch weiter will. Warum schließt du Freundschaft mit denen, die den Herrn hassen? Also hier ist das klar gesagt, dass Gott auch voll hat. Und wir haben gelesen, ein paar Kapitel 3, dass der Eritrea sich durch diese Freundschaft all befreit hat. Und wir sehen nun hier, wie viel Leid dort jäfft in deine Familien, in den Nachkommen, wo durch diese Freundschaft, falsche Freundschaft, entstanden ist. Dort sagst du, hast den Zorn des Herrn herausgefordert. Du hast den Zorn des Herrn herausgefordert. Und indem dort Josaphat sich zu dem Fink Gottes stahl, zu dem Stahl, was in dem Zorn Gottes stand, stahl er sich in Gott. Und ich glaube, das macht wie verstanden in unserem praktischen Leben, dass das kein Spuß ist. Das sagt, aber er hat bei dir auch etwas Gutes gefunden. Du hast die Steinmale, die anderen Göttern geweiht waren, überall zerstört und dich entschlossen, von ganzem Herzen Gott zu dienen. Also er hat viel Geld getan. Aber das wir gefällt Gott absolut nicht. Und das, was er tat, mit dieser falschen Freundschaft, das hat sehr schwere Folgen, nicht bloß für ihn, sondern noch viel mehr für seine Nachkommen. Also ich glaube, das ist ein Wort, das man wörtlich ans Leben überprüfen. Wenn die Freundschaft mit den Schlüten, die vielen Gottes sind, wenn Gott im Hummer auflädt, dann wird er uns auf den Finger schon getroffen. Herr, ich bete, dass du uns Erkenntnis gibst. Herr, dass wir nicht sehen, die Kämpfe, wenn es wie Versöhne kämpfen, wo du in den Dienstzahlen stehst und wo alle recht sind. Halb uns wörtlich, jef uns Weisheit, dass wir mit seinen Freunden sind, wo deine Freunde sind. Und dass die, wo deine Freunde sind, dass wir uns von dir fernhören, dass wir das in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.